Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA San Andreas. Ich habe mir erlaubt, einfach jetzt schon mal zu den Fragezeichen offline zu fahren, weil der Weg ist ein bisschen lang gewesen. Ich habe hier die Karte, wir sind hier beim Fragezeichen, hier ist Los Santos und da unten ist Angel Pine. Dieser Weg hier lang, hat glaube ich 5 Minuten gedauert, inklusive des Essens, das ich nochmal einnehmen musste, weil ich einen blöden Motorradunfall hatte und es hier kein Fastfood-Lokal gibt. Wir sind in Dillimore, wie man sieht. Jetzt werden sicherlich manche sagen, hey, wo hast denn plötzlich diese volle Gesundheitsanzeige da oben her? Ja, ich habe mir erlaubt, die Sanitätermission auch noch offline zu machen. Und da kann ich mal alle GTA-Spieler, zumindest San Andreas-Spieler, einen ganz heißen Tipp abgeben. Oh, ich hasse dieses Kartensystem. Angel Pine, hier. Da müsst ihr die Krankenwagenmission machen. Dort gibt's ein Medical Center, das liegt gegenüber eines Hotels, wo ihr später einen Typen treffen werdet. Dazu kommt aber in meinem Let's Play mehr. Dann müsst ihr da die Krankenwagenmission machen. Dann beschränkt sich das nur auf dieses kleine Scheißkaff hier und nicht auf die ganze Stadt. Das heißt, anstatt eine Stunde braucht ihr vielleicht eine Viertelstunde dafür, höchstens. Aber jetzt machen wir erstmal die Fragezeichenmission und gucken, wer denn diese Person ist, die uns Isabel Pando für uns ausgesucht hat. Und du halt die Fresse. So, First Date. Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Das hat ja mal. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Yo, das ist unsere Kontaktperson. What's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've kissed 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? To the driver, you dumb pig, you choose! Jo, also Catalina heißt diese Frau, die sehr temperamentvolle Frau. Ich glaube, vor der kann man echt Angst You're haben. pretty high strung, huh, lady? Yeah, and what are you? Some laid-back gangbanger dude? I keep myself to myself, that's my style. Sister says you got a brother in jail. Another brother dead, a mother just killed, and you got a bad cop on your case. I ain't listening to you. Do you think that is keeping yourself Oh Mann, halt die Klappe. cool. Okay, jetzt rede als Let's Player ich. Da ich Dillimore hier direkt vor unserer Nase ist, machen wir die Tanker-Mission hier. This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Jo, das mit dem Überfall hat jetzt wohl nicht so geklappt, deswegen klauen wir ihm jetzt einfach sein Benzin, was wir hier haben. So, jetzt muss ich auf meine Fahrkünste hoffen. So, schnell. So, los geht's. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who'll pay for this rig on his cargo. Natürlich ist auch er bewaffnet, denn in Amerika, vor allem in der Gegend hier, ist jeder bewaffnet. Boah, sorry, das Lied gefällt mir echt nicht. Moment, ich muss noch gucken, welche Strecke ist am besten. Also, wir müssen dorthin. Dann fahren wir geradeaus. Yeah, das ist richtige Gangstermusik hier. Okay. Ja, ist doch gut so. Vor uns beiden sollte man auch Angst haben. Ei, ich darf den Tanker nicht verlieren. Und wie ihr am Zustand sehen dürft, ich darf auch nicht zulassen, dass der zerstört wird. So. Was ich sagen wollte, ah ja, die Mission, die muss einfach in diese Region hier rein. Ja, der DJ nervt mich jetzt doch ein bisschen. Na, komm, wir haben es gleich geschafft. Wir müssen uns nicht mehr beeilen. Na. Rein. Ja, schön. Ging doch alles glatt. Na, Uppsala. Naja.
Aber haben es bald überlebt, ja klar. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Jo. Goodbye. Kannst du mich nicht mitnehmen? Hallo? Hallo? Kannst du mich nicht mitnehmen? Naja, immerhin ist es halbwegs gut bezahlt. Das ist das kaputte Auto. Trucker-Mission können wir jetzt auch annehmen, aber das habe ich nicht vor. So, verschwinde. Ich brauche ein Auto. Oh, diese Musik alleine schon. Jetzt haben wir die erste Überfallmission mit Catalina durchgezogen, aber auf dem Radar sind keine weiteren vermerkt und das hat auch einen bestimmten Grund. Die muss uns jetzt nochmal anrufen. Das geht nur, wenn man außerhalb eines Autos ist. Who is this? You know me. This is the truth. Oh, stimmt. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Den hatte ich ja völlig vergessen. Das ist der Typ, den ich eigentlich meinte. Auf der Karte ist er als TT vermerkt. The Truth. Also übersetzt die Wahrheit. Und wenn ihr den sehen werdet, dann werdet ihr auch gleich feststellen, dass er wirklich voll den Hackenschuss hat. Aber man muss in diesem Spiel mit den verrücktesten Personen klarkommen. Tja. Ist ja super. Jetzt dürfen wir wieder nach Angel Pine. Super, super. Da landet man in Angel Pine, muss dann nach Dillimore durch halb San Andreas, dann bist du dort, bist ein bisschen weiter weg und dann wieder nach Angel Pine. Das hätte man auch ein bisschen schöner machen können. Aber, eieieiei. Das war klar, dass das passiert. So, brauchen wir erstmal ein neues Auto. Gib her. Hey, don't sweat it. Boah, diese Musik, ey, wie können die das hören? Nee, die gefällt mir auch nicht. Gucken, ja, hier auf den Highway. Komm ich noch auf den Highway? Nee. Na gut. Also, tut mir leid. Ja, das kann man laufen lassen. Jetzt muss ich doch wieder durch die halbe Karte fahren. Wie ihr sicherlich sehen könnt. Ist wieder sau weit weg. Bin ich froh, dass ich Zeit gespart habe, indem ich den einen Teil zwischen Angel Pine und Dillimore erst gar nicht aufgenommen habe. Es sieht nur so aus, als würde ich mich von dem Symbol entfernen. Es ist nicht so. Tja, tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Nee, sorry, ich brauche das Radio mal gerade nicht. Dieser The Truth ist eine sehr seltsame Person, aber das dürft ihr gleich selber sehen. Aber vorher möchte ich einen Angel Pine noch gerne speichern. Oh. Ja, eigentlich gut, dass der Pfosten, nee, wie heißen die Dinger? Masten. Stimmt, dass der Strommast da stand. Sonst wäre ich im Meer gelandet. Das ist zwar nicht allzu tragisch, aber lästig. Oh Mann, gebt mir ein Auto. Ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Auto, was ich klauen muss. Kann das sein? Naja. Das Spiel heißt nicht umsonst Grand Theft Auto. Also großer Autodiebstahl. Jo. Ah, User Track Player. Den könnte ich eigentlich auch mal füllen. Im Moment ist da nur Scheißmucke drauf. Weil wenn ihr wollt, kann ich da noch ein bisschen was drauf machen. Schreibt mir Lieder, die ich reinmachen kann. Oder sollte. So, wir fahren übers Land, das ist so wunderschön. Die Bäume poppen auf, der Berg ist da zu sehen. Du, 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 du. Es geht mir auf den Sack, so weit hier rumzufahren.
Okay, das reicht jetzt. So, dann nehme ich noch ein bisschen Munition für die Uzi mit. Ich habe zwar mit der Krankenwagenmission wieder Geld gemacht, aber trotzdem bin ich zu geizig, mir dann eine SMG zu kaufen. Perfekt. Schön, dass das hier rumsteht. Und weil nach jedem Speichern diese versteckten Waffen wieder neu spawnen, nehme ich sie mir nochmal mit. Und dann machen wir mal die TT-Mission, die dort hinten ist, beziehungsweise die The Truth-Mission. So, dann gucken wir mal, was er so ist. Oh, hallo Tenpenny, gerade beim Rauchen. Ein vorbildlicher Cop. Hallo, somebody in here? Ob Samuel L. Jackson dafür auch rauchen musste, um so sprechen zu können bei der Vertonung? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating and shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Oh, God. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms? Loose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Ooh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Also, Kinder, whoa, nehmt man. Keine Drogen. Ist scheiße. I see that. A fed out smoking me. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. Namaste. The fuck that mean? Later, freak. Tja, in meinem Hintergrund krakeelt dummerweise jemand rum. Tut mir sehr leid, Leute, aber ich wohne leider nicht alleine in diesem Haus. Was mich immer mehr ankotzt. Aber naja, mach dich los zu der Farm, wo der Mähdrescher steht. Jo. Also jetzt habt ihr The Truth gesehen und was ist er? Ja, ein total spinnender Hippie, wie man jetzt denken würde. Stimmt eigentlich auch. Und Tenpenny verlangt jetzt, dass wir ihn bezahlen. Super. Respektieren seinen Frieden nicht. Ach, der braucht doch nur ein dummes Argument, dass ich ihm den Mähdrescher klauen kann. Aber gut, dann erledigen wir das eben. Aber ich muss sagen, ich hasse diese Mission. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Der Typ ist eindeutig in den 68ern stecken geblieben, dieser The Truth. Und sein Körper ist völlig im Arsch, wie man ja sicherlich sehen kann. Aber bei Opium, Gras, Mescalin, LSD, was weiß ich, was es alles gibt, auch so viel nimmt, ja, dann sieht der Körper irgendwann mal so aus. Was noch gravierender bei Drogen ist, seine Psyche fuckt ganz besonders ab. Bevor dein Körper Schaden nimmt, nimmst immer du selbst Schaden. Und entgegen aller Klischees ist Ecstasy und LSD gar nicht so gefährlich. Das möchte ich nur mal so am Rande sagen.
Wenn man es aus toxikologischer, psychologischer Sicht oder sonstigen medizinischen Aspekten machen müsste, müsste man den Alkohol verbieten und LSD, Ecstasy und Gras freigeben. Meinetwegen ab 21 oder so. Aber dann wäre der Alkohol verboten, wenn man es nach wissenschaftlichen Aspekten machen würde. Aber egal, jetzt fangen wir erstmal mit der Mission an. Der Mähdrescher steht auf dem Feld Richtung Rückseite der Farm. Naja, er fährt wohl gerade, wie man sieht. Dort arbeiten einige Gruppen von Kriegsparanoikern, die reagieren nicht freundlich auf Fremde. Gib dich auf die Farm und klaue den Mähdrescher. Ja, verstanden. Mehr gibt's da nicht zu wissen. Was zur Hölle sind denn bitte Kriegsparanoiker? Och, geht. Was habt ihr mir entgegen? Tschüss. Also, dazu müsst ihr mich erstmal kriegen, ihr Loser. Nix habt ihr drauf. Ihr habt doch keine Chance gegen einen in der Grove Street ausgerechneten, ausgebildeten Gangster hier. Oh, da ist ein Gewehr. Das nehmen wir uns noch mit. Stirb. Fahndungsstern haben wir. So, jetzt nehmen wir den Mähdrescher mit und hauen von hier ab, würde ich mal sagen. Ich überfahre euch alle, wenn ihr nicht ausweicht. In der unzensierten Version kommen sie hinten noch als Fleisch raus. Ist das hier auch so? Nee, natürlich ist es nicht so. Schade. Du kannst nur hören. So, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Wie komme ich denn am besten? Ist super in der Nähe, aber beschissen zu erreichen. Ich bin bisher immer rechts gefahren, aber... Alter, verpiss dich. Verpiss dich, bevor ich aussteige und dir richtig wehtue. Hallo. Hau ab. Na, jetzt reicht's mir. Jetzt mach ich dich fertig. Lebt wohl. Alter. Pisst euch. Tschüss. So, jetzt möchte ich weiter. Ja, dieser Lastwagen da, der stört mich echt. Jetzt muss ich zurücksetzen und los. So, war es eine gute Idee, hier lang zu fahren? Ich hoffe, ja. Ja, das war eine gute Idee. Eieieiei, was für ein Geschaukel. Ja, das war sogar sehr einfach. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen, immer diesen Weg zu fahren? Na egal. Das hier ist Vertufs Hof. Man, you brought peace back to my valley. Thank you. Boah, laberst du einen Scheißdreck. I'll call you when the hoop to do is ready. Just make sure you get that cash. So ein Spinner. Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The varios los aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Yeah, okay. Caesar hat wohl jetzt auch so seine Probleme mit der Gang. Aber immerhin existiert seine Gang noch. Also die Grove Street, die sind ja eigentlich... erledigt, weil ich bin im Exil hier draußen. Ryder und Smoke sieht nicht mehr so aus, als ob die uns helfen würden. Und Sweet ist im Knast. Ja, die Führungsmitglieder alle weg. Werden die Ballers wohl wieder ankommen, mit dem Crack wieder anfangen, wenn es keinen gibt, der sie verjagt. Und naja, das war's mit der Gang. Jetzt müssen wir gucken, was wir das Restliche...
in diesem Spiel machen. Denn wir haben ja vielleicht ein Drittel der Story geschafft, im besten Fall. So, wie weit ist es noch? Ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Wir müssen jetzt wieder nach Angel Pine. Oh, ich mag dieses Fahrzeug hier. Ist recht schnell und recht geländegängig. So, weg damit. Ich bin ein bisschen verletzt worden während der Mission, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Caesar hat eine Mission für uns, aber die gucken wir uns dann im nächsten Part an. Ich muss jetzt mal überlegen, welche Mission haben wir jetzt gemacht? Auf jeden Fall erstmal speichern, das steht außer Frage. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play GTA San Andreas. Bis dorthin, ciao!